Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Herr Brinkmann. Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser Vorlesung und danke, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, wir haben uns gedacht, dass es gut wäre, auch in dieser Reihe nach einem Jahr Pandemie mal so etwas zu machen wie eine Art Bestandsaufnahme. Und in dem Kontext möchte ich auch gerne sprechen, in der Tat, Herr Brinkmann hat es gesagt, über die No-Covid-Strategie, die ja für viele Diskussionen gesorgt hat und es in diesen Tagen in besonderer Weise tut, wo so deutlich wird, dass die bisherige Strategie vielleicht doch nicht so gut funktioniert, wie man das gerne gehabt hätte. Ich versuche jetzt mal die Folien hier zu teilen. So, jetzt, ich hoffe, Sie können die Folien sehen. Also wir haben das genannt, ein Jahr Corona-Krise, aktuelle Wirtschaftslage und die No-Covid-Strategie. Fünf Punkte würde ich hier gerne vortragen. Zunächst mal, wie gesagt, ein Blick zurück, eine kurze Bestandsaufnahme. Was sind eigentlich aus heutiger Perspektive die wirtschaftlichen Kosten der Corona-Krise? Zweiter Punkt, Erholung von der Corona-Rezession. Wo stehen wir eigentlich in der aktuellen Lage? Dann zum No-Covid-Konzept. Ich werde mich, was das Konzept angeht, relativ kurz fassen und werde mich stark auf die wirtschaftlichen Teile konzentrieren. Wie Sie gleich sehen werden, ist das Konzept ziemlich umfangreich und die Arbeiten, die da gemacht worden sind, sind ziemlich umfangreich. Ich konzentriere mich also auf die ökonomischen Implikationen und vor allem dann den Punkt 4. Ist es ökonomisch vorteilhaft, Lockdown-Maßnahmen aufzuheben und steigende Infektionszahlen hinzunehmen? Ich glaube, das ist jetzt vom wirtschaftlichen Standpunkt immer noch die zentrale Debatte. Wäre es nicht besser, aufzuhören mit den Lockdown-Maßnahmen, jedenfalls aus wirtschaftlicher Perspektive und eine stärkere Verbreitung von Infektionen eben hinzunehmen? Nützt uns das wirtschaftlich? Und da wollen wir uns insbesondere anschauen, was wir eigentlich an Evidenz haben. Dazu gibt es viele starke Meinungen, die beruhen aber häufig auf ziemlich wenig Evidenz. Jetzt ist es mit der Evidenz, wie wir sehen werden, gar nicht so einfach, weil so viele Dinge gleichzeitig passieren. Aber ich würde Ihnen trotzdem gerne die Evidenz, die wir eben haben, insbesondere aus der ersten Welle, auch aus vorangehenden Pandemien vorstellen. Ja, letzter Punkt, dann noch kürzer, die Bedeutung der Impfung und das Problem der Impfstoffknappheit, das leidige Thema, das uns ja auch beschäftigt in Deutschland und dann eine Art Fazit. Ja, erster Punkt, was sind die wirtschaftlichen Kosten der Corona-Krise? Nun, was sind die ökonomischen Folgen von Pandemien und auch der Corona-Pandemie? Wir haben natürlich die hohe Belastung für das Gesundheitswesen. Das sind Kosten. Wir haben eine Vernachlässigung anderer Behandlungen. Auch das sind ökonomische Kosten dann in Form von niedriger Gesundheit. Wir haben die Kosten selbst für Masken, Medikamente, Tests, Impfungen, Gesundheitsämter. Ausrüsten, ne? Die brauchen viel Faxpapier, sagen manche Leute, aber man muss schon ernsthaft sagen, die sind tatsächlich ausgebaut worden. Das sind alles Kosten, die entstehen. Dann haben wir Produktionsausfälle wegen der Infektionsgefahr. Also Leute, weil sie sich nicht anstecken wollen, hören auf, ins Restaurant zu gehen, ins Kino, fahren nicht mehr in den Urlaub, oder wegen Lockdown-Maßnahmen. Sie dürfen es nicht. Das, was wir sozialen Konsum nennen, fällt weg. Reisen, wir erfahren das alle, Gastronomie, Veranstaltungen, der Präsenz, Einzelhandel und viele Dinge mehr. Ja, dann haben wir Produktionsausfälle durch Erkrankung und Tod von Arbeitskräften oder durch Unterbrechung von Wertschöpfungsketten. Vor allem in der frühen Phase der Pandemie hat ja das ein oder andere Land Grenzen geschlossen und zwar nicht nur für Personenverkehr, sondern auch für den Güterverkehr mit erheblichen Konsequenzen. Ja, dann haben wir aber natürlich auch Ausweicheffekte. Wir haben das, was wir hier gerade machen, Videokonferenzen, das ist ja Wirtschaftsaktivität. Wir haben ein starkes Wachstum im Bereich Onlinehandel. Wir haben ein starkes Wachstum im Bereich Arbeit von zu Hause aus oder Mobile Work, und so weiter. Und wirtschaftlich sehr bedeutsam, die Schulen, Bildungsverluste belasten künftige Wertschöpfung. Also wir haben ein ganzes Spektrum von ökonomischen Wirkungen. Ja, was sind bisherige Erfahrungen mit Pandemien und ihren wirtschaftlichen Kosten? Es gibt wirtschaftshistorische Arbeiten über Pestepidemien des 14. Jahrhunderts. Da hat man festgestellt, klar, ein massiver Verlust an Arbeitskräften. Das waren ja sehr hohe Sterbequoten und ganz langfristige und massive Folgen hatte das natürlich für die Wirtschaftsaktivität. Es gab die weltweite Grippepandemie, die sogenannte spanische Grippe mit circa, schätzt man, 40 Millionen Toten. Damals ein Verfall der Wirtschaftsleistung um etwa 6 bis 8%, übrigens ganz oder weitgehend ohne Lockdown-Maßnahmen, jedenfalls in vielen Ländern.
die SARS-Epidemie 2003 in China, 8000 Infektionen damals, in Anführungsstrichen nur, aber eine hohe Sterbequote. Trotzdem war die Pandemie eben regional begrenzt. Man schätzt etwa 1% Wachstumsverlust in China. Ja, und jetzt die Corona-Krise. Das ist die schwerste Pandemie seit der Grippe-Pandemie. Und wir haben bislang weltweit 123 Millionen Infektionen, die gezählt worden sind, und etwa 2,7 Millionen Tote. Die wirtschaftlichen Folgen sind natürlich vor allem im letzten Jahr zu beobachten gewesen. Ganz können wir sie noch nicht abschätzen, aber sie werden eben verglichen mit der weltweiten Finanzkrise 2008, 2009 und sogar der Depression der 1930er Jahre. Ja, wie sind die wirtschaftlichen Schäden im Vergleich zu diesen großen historischen wirtschaftlichen Einbrüchen? Ich habe hier mal in dieser Grafik aufgetragen, das Wachstum, das jeweilige jährliche Wachstum, also nicht etwa das Niveau des BIP, wie es über die Zeit verlaufen ist, sondern wirklich die Wachstumsraten. Und die blaue Kurve hier, die Finanzkrise 2008, da ist, hatten wir halt dieses Jahr 2009, wo das Wachstum weltweit einbrach. Ich habe hier den Durchschnitt von Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den USA einfach als Beispiel. Die hatten eine Schrumpfung von 4% im Jahr 2009 und dann ging es schon wieder aufwärts. Eine ganz andere Kategorie war die globale Depression der 30er Jahre. Im ersten wirklichen Krisenjahr -7% und von diesem reduzierten Niveau dann nochmal eine Schrumpfung um 8% und dann nochmal eine Schrumpfung um 8%. Also eine völlig andere Dimension als in der Finanzkrise. Wo steht jetzt hier die Corona-Krise im Vergleich? Also nach aktuellen Schätzungen etwa hier. Das heißt, ein Einbruch, einen einmaligen Einbruch, der tiefer ist als der Einbruch in der Finanzkrise, aber dann so jedenfalls die Hoffnung noch in diesem Jahr schon eine Erholung, die auch schneller ist als nach der Finanzkrise. Sodass man sagen muss, die Corona-Krise nach allem, was wir abschätzen können, steht zwischen diesen beiden Krisen und ist Gott sei Dank näher an der Finanzkrise. Also längst, Gott sei Dank, längst nicht so dramatisch wie die weltweite Depression, aber trotzdem gravierend, klar. Ja, wie hoch sind die verursachten Verluste? Was kann man bislang abschätzen? Ich habe mir mal angeschaut, die Jahre 2020 und 2021. Da muss man natürlich teilweise jetzt auf die aktuellen Prognosen zurückgreifen. Und man kann sich dann fragen, wenn wir zwei Szenarien vergleichen, ein hypothetisches Szenario ohne Corona-Krise, da müssen wir auf Prognosen aus der Zeit, bevor die Krise ausbrach, zurückgreifen, um abzuschätzen, wie wäre es gelaufen ohne Krise und dann die aktuellen Prognosen und Ergebnisse aus dem Jahr 2020. Was ist die Differenz? Und ich konzentriere mich auf zwei Jahre. Wie viel haben die Länder verloren an Wirtschaftsleistung in diesen zwei Jahren? Da kommen etwa diese Werte raus. Das sind hier Prozentzahlen gemessen. Das sind Verluste gemessen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts 2019. Also Deutschland 9,4 heißt hier, in den Jahren 2020 und 2021 verliert Deutschland voraussichtlich Wirtschaftsleistung zusammengenommen in Höhe von knapp 10% des BIP 2019. Ja, deutlich höher in Frankreich, noch höher im Vereinigten Königreich, fast doppelt so hoch. Die Verluste, das sind also die Größenordnung der BIP-Verluste. Nochmal, wie ist das zu interpretieren? Für Deutschland würde das also heißen, durch die Corona-Krise sind 320 Milliarden Euro Wirtschaftsleistung verschwunden, ausgefallen in den Jahren 2020 und 2021. Ein erheblicher Teil davon schon im Jahr 2020, aber auch im Jahr 2021 sind wir ja noch niedriger in der Wirtschaftsleistung, als wir es gewesen wären ohne die Krise. Jetzt muss man aufpassen, wenn man solche Zahlen interpretiert. Wir haben zum Beispiel, wir betreiben erheblichen Aufwand für Gesundheitsschutz, Masken, Medikamente, Tests und so weiter. Wenn man diese Dinge nicht importiert, dann steigern die das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Das sind ja Güter, die erstellt werden, aber im ökonomischen Sinne sind es trotzdem Kosten. Ja, das heißt, die sind nicht in diesen 324 Milliarden Euro Verlusten, sondern die rechnen wir quasi gegen. Das ist Wirtschaftsleistung, die entstanden ist, aber ökonomisch natürlich Kosten, keine Dinge, die man gerne haben will. Nicht eingeschlossen, und das ist wahrscheinlich der größte Posten, sind die Verluste durch entfallene Schulbildung. Und auch hier hat am, insbesondere am IFO-Institut Forschung gegeben. Ludger Wössmann hat dazu verschiedene Studien vorgelegt. Eine Zahl aus dieser Forschung, wenn ein Drittel eines Schuljahres entfällt, dann sinkt das Erwerbseinkommen über das künftige Berufsleben der Betroffenen um 3 bis 4%. Ja, über das ganze Berufsleben. Und das sind natürlich gravierende Produktivitätsverluste, die sich schnell zu Beträgen summieren, die größer sind als die 324 Milliarden Euro. Jetzt
was da als Gegenwartswert herauskommt, das hängt immer vom Zinssatz ab, den man da zugrunde legt, aber das geht um erhebliche Verluste. Ja, und aus ökonomischer Sicht sind die wahren Kosten natürlich noch höher. Und das hat damit zu tun, dass wenn man wirklich mit Hilfe der Wohlfahrtstheorie Kosten schätzen möchte, dann müsste man eigentlich so vorgehen, man müsste jeden Menschen fragen, wie viel wärst du bereit zu zahlen, damit die Pandemie nicht passiert wäre. Ja, mit allen ihren Folgen. Sie können ja mal überlegen, was wären Sie persönlich bereit dafür zu zahlen? Jemand, der ein Hotel hat, der wäre vielleicht bereit, Zehntausende, Hunderttausende zu zahlen, weil man massive Schäden hat. Jemand, der in der IT-Industrie arbeitet, wäre vielleicht bereit, sagen, der hat eher profitiert. Aber es gibt eine gewisse Zahlungsbereitschaft zum Beispiel dafür, dass man nicht verzichten müsste auf soziale Kontakte. Das sind ja nicht monetäre Kosten, die aber schwer auf uns wiegen. Das heißt, die wahren ökonomischen Kosten, die man so messen könnte, also die Zahlungsbereitschaft erheben von uns allen dafür, dass es die Pandemie nicht gäbe, die sind wahrscheinlich noch viel höher. Also die Kosten sind gewaltig, aber hier hat man so ein paar Anhaltspunkte für die Größenordnung. Ja, was uns auch viele Gedanken macht, das sind die Folgen für die Staatsfinanzen. Auch da kann man wieder vergleichen, wie sehen die Staatsfinanzen aus mit und ohne Pandemie. Und wenn man das tut, da kommt etwa heraus, dass die Staatsschuldenquote 20% in Deutschland erhöht ist infolge der Pandemie, in anderen Ländern teilweise noch mehr. Das ist jetzt per se noch nicht, das sind per se noch keine volkswirtschaftlichen Kosten. Aber um von diesen Schulden wieder herunterzukommen oder um die Schuldenquote nur zu stabilisieren, muss etwas passieren. Wenn es gut läuft, wachsen wir da einfach heraus. Das heißt, da entstehen keine zusätzlichen Kosten dadurch. Vielleicht müssen wir aber auch fiskalisch konsolidieren und Steuern eintreiben, Ausgaben kürzen. Das führt zu Kosten, das führt zu ökonomischen Verzerrungen. Und das ist problematisch. Man kann so ein Schuldenproblem auch durch Staatsbankrott lösen oder durch Monetisierung. Aber all das führt zu großen Verwerfungen und zu zusätzlichen Kosten. Finanzielle Repression, also das Einführen von Regulierungen, die dazu zwingen, die den privaten Sektor dazu zwingen, dem Staat für nichts oder Nullzinsen oder negative Zinsen Geld zu leihen. Das ist auch eine Methode, Staatsschulden loszuwerden. Auch das, all diese Maßnahmen haben Kosten. Das heißt, auch auf dieser Seite entstehen Kosten. Ja, das hat uns diese Corona-Rezession also eingebrockt. Jetzt die Frage, wo stehen wir im Erholungsprozess? Ein kurzer Blick auf den IFO-Geschäftsklima-Index, der das ein wenig beschreibt. Ja, das sieht aus wie ein V hier, aber ein V mit Schlagseite. Wir hatten in der Tat im letzten Sommer eine ordentliche wirtschaftliche Erholung. Sie erinnern sich, damals ging ja auch die Infektion stark herunter, aber das ist dann im Herbst mit der zweiten Welle schwieriger geworden, sodass das V doch erhebliche Schlagseite nach rechts hat. Und wenn Sie sich die durchschnittliche Geschäftslage ansehen der Unternehmen, dann sieht man, wir sind schon noch unter dem Vorkrisenniveau. Also hier etwa 8 Punkte. Wo entstehen die Probleme? Die Konjunktur ist seit längerer Zeit geteilt. In der ersten Welle, im letzten Frühjahr, waren viele Sektoren stark betroffen, insbesondere auch die Industrie. Das kam dadurch zustande, dass man Grenzen geschlossen hat. Heute würde man sagen, wohl überflüssigerweise, den Lieferverkehr unterbrochen hat. Und das hat man jetzt Gott sei Dank vermieden, sodass wir jetzt eine gespaltene Wirtschaft haben. Also eine ziemlich robuste und solide Konjunktur im Bereich der Industrie. In Ostasien ist ja die Pandemie in vielen Ländern weitgehend überwunden oder vorerst überwunden. Jedenfalls läuft da die Wirtschaft sehr gut. Auch in den USA läuft zumindest die Industriekonjunktur gut. Und das tut unserer Industrie ebenfalls gut. Große Probleme haben wir natürlich in Bereichen wie dem Einzelhandel, auch in Teilen des Dienstleistungssektors, Gastronomie. Also die besonders betroffenen Bereiche leiden natürlich immer noch. Ja, das ist also ein gespaltenes Bild, eine insgesamt ganz erfreuliche Entwicklung, aber in Teilen der Wirtschaft, in den betroffenen Sektoren doch große Probleme. Das sieht man auch, wenn man zum Beispiel die Unternehmen befragt, sehen sie sich in ihrer Existenz bedroht und sich das nach Wirtschaftsbereichen anschaut. In vielen Bereichen gibt es eigentlich keinen Unterschied zu einer Normalsituation oder hier und da läuft sogar besser, aber die Reisedienstleister, das sehen Sie, die Hotels, die Gastronomie, auch die Bekleidungsindustrie, da sind schon viele Unternehmen hart getroffen.
Kurzarbeit, das war ein anderes, sehr prägendes Element dieser Pandemie. In der linken Grafik sehen Sie, wie die Corona-Krise die Kurzarbeit beeinflusst hat, nochmal im Vergleich zur Finanzkrise. Sie erinnern sich, in der Finanzkrise haben wir ja sehr stark darüber diskutiert, dass das Instrument der Kurzarbeit uns geholfen hat. Hier sieht man aber die Kurzarbeit, die Anmeldung zur Kurzarbeit in der Finanzkrise, das sind diese grauen Säulen. Da muss man schon fast mit der Lupe hinschauen, um zu erkennen, was das war. Im Vergleich dazu, die Corona-Krise, die blauen Säulen, hat eine ganz andere Dimension. Das heißt, die Kurzarbeit ist wahnsinnig in die Höhe geschossen, dann auch wieder zurückgegangen. Nur am aktuellen Rand nimmt das wieder zu. Sie sehen es auch rechts in der Grafik. Das sind teilweise Zahlen der Bundesagentur für Arbeit und dann Rechnungen des IFO-Instituts über das, was am aktuellen Rand passiert. Und Sie sehen, die Kurzarbeit ist zurückgegangen, aber am aktuellen Rand steigt sie sogar dann durch die zweite Infektionswelle, jetzt möglicherweise auch die dritte, doch wieder an. Also die zweite Infektionswelle hat in gewisser Weise die Erholung unterbrochen. Glücklicherweise hat sie uns nicht in eine Lage geführt, wie wir sie im letzten Frühjahr hatten. Ja, letzter Punkt dazu. Hier sehen Sie die Entwicklung der verfügbaren Einkommen und des Sparens und der privaten Konsumausgaben. Und wir sehen vor allem in der frühen Phase der Krise sind die privaten Konsumausgaben sehr stark zurückgegangen. Aber auch insgesamt hat die Ersparnis der privaten Haushalte zugenommen. Das bedeutet, wir sind in einer Lage mit erheblicher zurückgestauter Kaufkraft. Will heißen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was müssen wir eigentlich tun, was muss passieren, wenn die Pandemie jetzt hoffentlich durch Impfungen etwa bald überwunden ist, brauchen wir dann ein neues Konjunkturprogramm. Und dann würde man hier sagen, was wir nicht brauchen, ist eine Stärkung der Massenkaufkraft. Ja, weil man sieht, Massenkaufkraft ist da, die ist eben nur zurückgestaut. Also die Leute können nicht in Urlaub fahren oder wollen nicht ins Restaurant gehen, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Geld haben sie eigentlich, sie können es nur nicht ausgeben. Trifft natürlich nicht zu auf die besonders betroffenen Sektoren, die Menschen, die da arbeiten, die brauchen schon Hilfen. Aber das heißt eben für die Politik, man braucht eigentlich gezielte Instrumente, um in diesen Sektoren zu helfen, weniger ein breites Konjunkturprogramm. Ja, jetzt ist es ja so, dass wir seit einiger Zeit in so einer Art Lockdown-Light sind. Das sind ja viele Menschen auch mittlerweile müde. Da nochmal die Frage, ja, inwiefern schränkt das eigentlich unsere Wertschöpfung und die Wirtschaftsentwicklung ein? Wir haben hier mal geschaut, die betroffenen Sektoren, was ist eigentlich deren Anteil an der Wertschöpfung? Und man kommt auf einen Betrag, der liegt so um die 10% oder etwas darunter, 8,3%. Im Kontext der Debatte über die Pandemie ist ja viel auch über die 90-Prozent-Wirtschaft geredet worden. Das war die Idee, wir leben in so einer Wirtschaft, die läuft nur zu 90%. 10% sind stillgelegt. Glücklicherweise sind die nicht ganz stillgelegt. Wir schätzen letztlich, dass etwa 3% in den letzten Monaten an Wertschöpfung entfallen sind durch den Lockdown. Also die meisten Menschen würden wahrscheinlich schätzen, dass ein größerer Teil der Wertschöpfung wegfällt. Aber tatsächlich war es kein sehr tiefer Lockdown im wirtschaftlichen Sinne. Also etwa 3% fallen weg. Das sind immer noch ungefähr 3 Milliarden Euro pro Woche. Also viel Geld, aber vielleicht nicht ganz so viel, wie viele meinen. Auch hier nicht enthalten die Beeinträchtigung von Kitas, Schulen, Universitäten, also der ganze Bildungsbereich, das muss man bedenken. Auch natürlich nicht einberechnet Kosten, die entstehen im Gesundheitswesen durch unterlassene Behandlung, also eine reine Wertschöpfungsbetrachtung. Also in diesem Zustand sind wir und wollten ganz gerne da raus. Deshalb stieg der Druck zu öffnen und das war problematisch. Das war absehbar. Wir haben hier eine, was ich Ihnen hier zeige, das ist eine Simulation auch aus der No-Covid-Gruppe von Mitte Februar. Und da sehen Sie die grünen Punkte, das sind die RKI-Daten zur Entwicklung der Neuinfektion, der Inzidenz. Und die lag da so bei 60 etwa. Und die Epidemiologen, die diese Rechnung erstellt haben, haben gesagt, okay, wenn wir öffnen, wenn wir einfach Stufenpläne verwenden, die Öffnungen an Inzidenzen binden. Und wenn wir sonst nichts tun, dann besteht einfach die Gefahr, wenn man einfach öffnet, ab einer gewissen Inzidenz, dann steigen halt die Infektionen wieder. Und gerade angesichts der ansteckenderen Mutante B.1.1.7 laufen wir dann in die dritte Welle. Ja, und jetzt könnte man sagen, das ist das, was wir gerade erleben. Wenn Sie sich diese Grafik etwas genauer ansehen, werden Sie allerdings feststellen, die ist viel zu optimistisch. Gemessen an dem, was jetzt tatsächlich passiert. Wir sind ja jetzt schon bei einer Inzidenz von über 100.
Das heißt, der tatsächliche Anstieg der Infektion, der ist wirklich dramatisch im Moment. Und die Frage ist, wie soll man darauf reagieren? Es ist ja gleichzeitig so, dass sich die Lage schon etwas geändert hat, weil Menschen über 80 jetzt geimpft sind. Viele Menschen über 80 sind geimpft und das sind ja die, die am meisten gefährdet sind. Deshalb sagen manche Leute, naja, ist jetzt nicht ganz so schlimm zu bewerten, wenn die Infektionen ansteigen. Aber es ist klar, wir sind jetzt, wir stehen mitten in einer dritten Infektionswelle. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Sie sehen hier diese gepunkteten Verläufe. Das war die Idee, dass man diesen Verlauf erreichen kann mit der, zum Beispiel mit der No-Covid-Strategie. Und darauf würde ich eingehen, also einen Wiederanstieg der Infektionen verhindern oder das zumindest stark eindämmen. Das war die Überlegung, ja. Dann lassen Sie mich zum No-Covid-Konzept kommen. Also das ist ja in diesem Zeitraum entwickelt worden, auch so Januar, Februar etwa. Da haben wir das meiste zusammengetragen. Wir sind immer noch dabei. Was zunächst mal zur Arbeitsgruppe und zu dem, was da gemacht worden ist. Herr Brinkmann hat es erwähnt eingangs. Die ist eine Arbeitsgruppe mit 14 Mitgliedern. Epidemiologen, Virologen und so weiter, Mediziner, Ökonomen. Wir haben geschrieben 2 Papiere zur allgemeinen Strategie und 6 sogenannte Toolbox-Papiere über grüne Zonen, über Europa, über Testen, Nachverfolgen, Isolieren, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Schulen, Risikoinzidenz. Und dieses Projekt, das ist vielleicht wichtig, ist eigentlich nicht zu verstehen als eine Art monolithischer Block, also sozusagen eine Reihe von Vorgaben, die die Politik jetzt umsetzen soll, sondern wie der Begriff Toolbox schon sagt, versuchen wir eigentlich der Politik hier Instrumente anzubieten und Ideen anzubieten, aus denen die Politik sich bedienen kann. Ja, da kann man einzelne Elemente herausnehmen und verwenden. Wir wünschen uns natürlich, dass man möglichst viele Ideen dort aufgreift. Und das Ganze ist hier auf dieser Homepage zusammengetragen. Lassen Sie mich das ein bisschen erklären. Ich will nicht über das Gesamtkonzept reden, ist viel zu kompliziert, würde viel zu lange dauern, sondern nur über ein paar wichtige Elemente. Und ganz wichtig zunächst mal, ich glaube, mittlerweile ist es in der Öffentlichkeit auch ganz gut angekommen, aber noch nicht überall. Also was wir nicht vorschlagen, ist, einen radikalen Lockdown für 4 Wochen durchzuführen, sonst nichts zu tun und dann zu hoffen, dass die Pandemie weg ist. So wird das manchmal dargestellt von Leuten, die das irgendwie schlecht finden, aber ich kann Sie beruhigen, das tun wir nicht. Oder nichts zu tun und zu warten, bis die Inzidenz 10 ist. Und alles zu schließen und dann öffnen oder so, das ist nicht die Idee, sondern was ist die Idee? Die Idee ist schon, die Infektionen konsequent zu senken. Und sozusagen nicht einen Verlauf zuzulassen, wenn man es verhindern kann, wie wir ihn jetzt haben. Also insbesondere keine Öffnungen bei hohen und steigenden Infektionszahlen. Öffnungen an Tests binden, ganz wichtig, und sie dadurch sicher und nachhaltig ermöglichen. Also eine wichtige Idee ist nicht einfach sozusagen mit Stufenplänen sagen, ab einem bestimmten Niveau öffnen wir, denn das kann ja nur dazu führen, dass wenn es dann mehr soziale Kontakte gibt, auch die Infektionen wieder ansteigen. Das ist nicht der Plan. Infektionen nicht nur durch den Verzicht auf Öffnungen niedrig halten, sondern durch eine proaktive Test-, Nachverfolgungs- und Isolierungsstrategie. Man kann also zeigen, dass Infektionen dramatisch reduziert werden können, wenn man schneller mehr testet, schneller nachverfolgt und schneller isoliert, die Daten besser verwendet. Also ist ein proaktives und agiles Programm. Das ist sehr wichtig zur Pandemiebekämpfung. Wir streben eine sehr niedrige Zahl an Covid-Erkrankungen an. Man soll proaktiv auch gegen kleinere Ausbrüche vorgehen. Das bedeutet allerdings nicht, und das ist wichtig, dass Trade-offs zu anderen Zielen nicht beachtet werden. Das wird gelegentlich von Kritikern auch so dargestellt, als würden wir quasi würde man mit diesem Konzept nur auf Covid-Erkrankungen gucken und was sonst in der Welt passiert, ist egal. Das ist nicht der Fall. Sondern natürlich muss man die wirtschaftliche Entwicklung sehen. Deshalb haben wir immer gesagt, die Industrie muss offen gehalten werden. So weit wie möglich müssen wir Wirtschaftsaktivität ermöglichen oder auch schulen. Also Trade-offs werden beachtet und es kommt auch nicht darauf an, ob das Virus ganz verschwindet oder nicht. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Das wird auch nicht ganz verschwinden. Das mutiert ja und so weiter. Das heißt ja auch nicht No-Virus, dieses Programm, ne? Sondern man will vor allem die Krankheit, soweit es geht, eindämmen. Regionale Differenzierung, das ist ein entscheidender Aspekt. Es geht darum, grüne Zonen einzurichten, zu erreichen. Was ist eine grüne Zone? Das können einzelne Unternehmen sein. Das kann ein Haus sein. Das kann eine Schule sein. Das kann ein Einkaufszentrum sein, die durch Tests im Wesentlichen geschützt werden und zu grünen Zonen werden. Also ein Unternehmen, das am Werkstor testet,
konsequent, das kann drinnen ruhig eine Cafeteria aufmachen. Das ist eine grüne Zone, weil dort die Ansteckungsgefahr sehr gering ist. Die ist nie null, aber sie ist sehr gering. Das heißt, da kann man, das wäre eine grüne Zone. Grüne Zonen können aber auch Landkreise oder Kommunen sein, wenn dort die Infektionen sehr niedrig sind. Also wir sagen, die Risikoinfektion soll null sein, soll keine Infektionen ungeklärten Ursprungs geben. Bei geklärtem Ursprung ist klar, wenn man weiß, wo es herkommt und wo es bleibt, dann hat man es unter Kontrolle, aber es soll keine ungeklärten Infektionen idealerweise geben. Das kann die Politik auch anders gestalten, da kann man auch Risiken eingehen, aber das ist, so schlagen wir es vor. Und wenn man solche grünen Zonen hat, dann muss man sie schützen, damit die Krankheit nicht wieder eingeschleppt wird. Man kann nicht einfach in ein Unternehmen reingehen durchs Werkstor, wenn getestet wird dort am Werkstor, sondern muss man sich testen lassen. Das ist eine Mobilitätsbeschränkung. Man kann auch einen Landkreis schützen und sagen, wer nicht Berufspendler ist, wer nicht etwas liefert, sondern wer nur zum Einkaufen dahin fährt, muss einen aktuellen Test dabei haben, sonst darf man da nicht hinfahren. Manche Leute haben gesagt, um Gottes Willen, ihr wollt ja Schlagbäume einrichten oder ähnlichen Quatsch. Darum geht's nicht, sondern auch heute haben wir Mobilitätsbeschränkungen. Zum Beispiel in Bayern hatten wir lange eine Ausgangsbeschränkung ab 21 Uhr. Und natürlich kann ich dann trotzdem zur Pizzeria fahren und mir was kaufen. Nur wenn ich von der Polizei erwischt werde, dann zahle ich halt eine Strafe. Na, so ist das im Leben. Und nichts anderes braucht man, um diese grünen und roten Zonen einzurichten, wie sehr man die Mobilität beschränken will, wie hoch man Strafen setzen will, ob man überhaupt Strafen erheben will, das kann die Politik als entscheiden, das ist keine wissenschaftliche Entscheidung, aber das hat natürlich Auswirkungen auf Mobilität. Ja, das ist also das Konzept. Was ist der Unterschied zu anderen Strategien? Zunächst mal gibt es viele Gemeinsamkeiten. Es gibt viele Leute, die sagen, wir müssen mehr testen, wir müssen mehr schneller nachverfolgen, das ist auch alles richtig. Wir betonen, dass man Öffnungen eben an Tests binden muss. Das ist vielleicht spezifisch für uns. Wir argumentieren Stufenpläne, bei denen Öffnungen einfach nur an Inzidenzen hängen, haben das Problem, dass sie in Jojo-Lockdowns führen. Wir lehnen auch ab die Beschränkung auf den Schutz vulnerabler Gruppen. Also einige Leute sagen, Mensch, lassen Sie Altersheime schützen und sonst durch Seuchung, wir lassen das Virus laufen. Das Problem ist, ein großer Teil der vulnerablen Menschen, das sagen unsere Mediziner, leben eben nicht im Pflegeheim, sondern die sind unter uns, haben Diabetes und andere Dinge. Das heißt, das funktioniert nicht. Es gibt kein Land. Einige Länder haben das versucht. Ich komme gleich nochmal darauf. Kein Land hat diese Strategie durchgehalten. Und wir sagen auch kein Steuern nach, das fordern manche zum Beispiel nach der Auffüllung von Intensivstationen. Das ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen zynisch, also gegenüber den Leuten, die da landen und denen, die da arbeiten, sondern das klappt auch nicht, weil wenn die Leute in der Intensivstation landen, dann ist es zu spät. Ne? Also die Leute, die in den nächsten 4 Wochen da landen, die sind schon infiziert. Das ist ein nachlaufender Indikator, genauso wie die Toten. Insofern ist das nicht gut zur Steuerung geeignet. Das sind relevante Indikatoren, aber sie sind nicht zur Steuerung geeignet. Also das Hauptproblem aus Wirtschaft, und darauf will ich mich konzentrieren, aus wirtschaftlicher Sicht ist, dass all diese Strategien mehr Erkrankungen und Todesopfer in Kauf nehmen und ökonomische Schäden. Und dem steht kein Nutzen gegenüber oder ein sehr geringer Nutzen. Und das will ich versuchen, Ihnen zu zeigen. Also warum ist diese Strategie, das wieder ansteigen lassen hier, warum ist das auch rein wirtschaftlich, wenn man sagt, die Gesundheit blenden wir mal aus. Wir wollen, dass die Wirtschaft sich erholt. Warum klappt das nicht? So, und also hat es ökonomische Vorteile, Lockdown-Maßnahmen aufzuheben und steigende Infektionszahlen hinzunehmen? Das wäre ja immerhin ein Argument dafür, dass das funktioniert. Ja, vorgeschaltet wird häufig die Frage diskutiert, ob Lockdown-Maßnahmen überhaupt wirksam sind. Ich nehme hier an, dass das so ist. Ich bin kein Experte dafür, ob Lockdown-Maßnahmen zu Infektionen führen oder nicht. Ich will Sie nur darauf hinweisen, dass es eine ganze Menge Studien gibt, die das behaupten, dass das so ist. Ich will Ihnen hier nur einige nennen aus Nature Human Behavior. Da wird eben untersucht, okay, aus ganz verschiedenen Quellen und Untersuchungsmethoden, ist es wirklich so, dass Lockdown-Maßnahmen effektiv sind? Die Antwort lautet eindeutig ja. Herr Brinkmann hatte das eingangs auch beschrieben aus einer anderen Studie. Auch hier wird auch bestätigt, was Sie sagten, Herr Brinkmann, also die kleinen Zusammenkünfte. Man trifft sich zu Hause, man trifft sich mit Freunden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger, der dominierende oder einer der dominierenden Faktoren. Schulen, es wird ja gelegentlich behauptet, Schulen seien kein Treiber der Pandemie.
Schulen sind auch vielleicht kein Treiber, aber dort gibt es viele soziale Kontakte und alle soziale Kontakte führen zur Verbreitung der Pandemie. Also Schulschließungen, die sehr schmerzhaft sind, dämmen aber Infektionen selbstverständlich ein und viele andere Maßnahmen auch. Jetzt gibt es andere Untersuchungen, die das vielleicht weniger deutlich zeigen. Damit will ich mich auch gar nicht lange aufhalten. Ich will nur erwähnen, dass es gibt schon eine massive Evidenz, dass Lockdown-Maßnahmen tatsächlich Infektionen reduzieren. Gut, geht das Ganze aber auf Kosten der Wirtschaftsentwicklung? Nochmal kurz zu den theoretischen Überlegungen dazu. Also staatlich verordnete Schließungen können selbstverständlich Wertschöpfung einschränken. Und deshalb sagen viele Leute, das ist auch nicht unvernünftig, das hat Kosten, ne? Das müssen wir uns überlegen. Es sind aber nicht die einzigen Kosten, sondern freiwillige Verhaltensänderungen, Angst vor Infektion, Vorsichtsersparnis können ebenfalls Wertschöpfung einschränken. Und das sind Faktoren, die sind eben von staatlich verordneten Schließungen unabhängig. Und dann ist es so, drittens, dass Lockdown-Maßnahmen eben heute Infektionen verhindern können und dadurch künftige Wirtschaftsaktivität ermöglichen. Ja, also Lockdown-Maßnahmen sind eindeutig gut für Wirtschaftsaktivität morgen, wenn sie heute die Pandemie herunterbringen. Die kosten vielleicht heute was, morgen ermöglichen sie aber mehr. Und weil das so ist, ist, sagen wir mal, aus theoretischer Sicht offen, ob Lockdown-Maßnahmen jetzt eher positiv sind oder negativ für die Wirtschaftsaktivität. Und jetzt haben wir mittlerweile eine ganze Menge Evidenz, wir haben eine gewisse Evidenz aus vergangenen Pandemien. Ich hatte es eingangs erwähnt, hier eine Studie, die viel zitiert worden ist, zur sogenannten spanischen Grippe. Dort kann man zeigen, dass in die US-Städte, die früher zu Lockdown-Maßnahmen gegriffen haben und die entschlossen zu Lockdown-Maßnahmen ergriffen hatten, wirtschaftlich besser dastanden am Ende als Städte, die das nicht getan haben. Das heißt, Lockdown-Maßnahmen hatten positive Wirkung auf die Pandemie, weil sie dazu gedient haben, das Ganze einzuschränken. Ist das übertragbar auf Corona? Nicht wirklich. Einfach deshalb, weil die spanische Grippe vor allem die Erwerbsbevölkerung betroffen hat. Also Menschen im mittleren Alter sind krank geworden und gestorben, merkwürdigerweise mehr als junge und alte Menschen. Insofern, bei Covid ist das anders. Deshalb sind die Ergebnisse nicht ohne weiteres übertragbar. Was wissen wir über Corona? Ein viel diskutiertes Modell in Europa ist der schwedische Weg. In Schweden hat man, anders als in Nachbarländern, darauf verzichtet, zunächst Lockdown-Maßnahmen zu unternehmen, weil man gesagt hat, wir schädigen die Wirtschaft, es ist besser, das Virus sozusagen kann sich verbreiten und wir haben nicht so harte Lockdown-Maßnahmen. Hat es Schweden genutzt? Links sehen Sie den Rückgang des BIP im Vergleich zu anderen skandinavischen Ländern. Und daraus kann man schließen, es hat Schweden nichts genutzt. Wenn man jedenfalls annimmt, die hätten sich im Grunde ohne Krise so ähnlich entwickelt hier wie die anderen skandinavischen Länder. Die Wirtschaftsaktivität ist ähnlich. Auch Schweden hatte einen starken wirtschaftlichen Einbruch, der war tiefer als in Norwegen, so ungefähr wie Finnland, ein bisschen weniger als in Dänemark. Das heißt, wirtschaftlich hat es nichts genutzt. Gucken wir uns mal die Toten an. In Schweden gab es 10-mal so viele Tote wie in Norwegen durch Covid. Das heißt, es hat nichts aus diesem sehr groben Bild, und ich komme gleich zu etwas, sagen wir mal, feineren und seriöseren Vergleichen. Aus diesem Bild entsteht jedenfalls der Eindruck, es hat Schweden überhaupt nichts genutzt und nur die 10-fache Anzahl von Toten wie in Norwegen gebracht. Bei Dänemark sind es nur 4-mal so viele Tote, aber auch da würde man sagen, der dänische Weg war besser. Also der finnische Weg war besser, der norwegische Weg war besser und der schwedische Weg war eindeutig unterlegen. Ja, jetzt kann man sich ein paar mehr Länder mal anschauen. Wie war das? BIP-Verlust und Tote, die Covid zugerechnet sind. Sie sind hier mal in dieser Grafik abgetragen. Und Sie sehen eine Gruppe von Ländern hier unten, in denen es relativ wenig Tote gegeben hatte. Australien ist ja bekannt als No-Covid-Land. Norwegen, Finnland sind sehr entschlossen gegen die Pandemie vorgegangen, Dänemark, auch Deutschland. Und Sie sehen, die wirtschaftlichen Verluste hier horizontal abgetragen, die sind in dieser Gruppe ähnlich groß, sogar eher kleiner als in der Schweiz, wo man weniger Lockdown-Maßnahmen verwendet hat, in Schweden und in den USA. Das heißt, der Schweiz, Schweden und den USA hat es überhaupt nichts genutzt, mehr Infektionen zuzulassen wirtschaftlich. Und ganz katastrophal das Vereinigte Königreich. Dort hat man ja auch gewissermaßen den schwedischen Weg anfänglich versucht
Und es hat dem Land überhaupt nichts genutzt und schon gar keinen Schaden, wirtschaftlichen Schaden verhindert. Jetzt muss man sagen, solche Ländervergleiche haben eine beschränkte Aussagekraft, weil man nicht wirklich isoliert und unterscheidet, was ist der Effekt von Infektionen und was ist der Effekt von Lockdown-Maßnahmen. Das ist auch schwierig. Insofern muss man das alles vorsichtig interpretieren. Hier ist eine Studie, eine sehr sorgfältige Studie aus den USA, die Bundesstaaten mit unterschiedlichen Öffnungspolitiken vergleicht. Einige Bundesstaaten in den USA haben flott geöffnet. Sie haben ja auch die hohen Totenzahlen gesehen gerade. Andere Bundesstaaten waren sehr zurückhaltend. Und hier von Chatty ein Vergleich. Hat es den blauen Staaten hier, den Staaten, die in der blauen Kurve dargestellt sind, hat es den genutzt, was hier in dem Fall die Konsumausgaben angeht, dass sie geöffnet haben bei gegebener Infektionslage. Ne? Und wenn es ihn genutzt hätte, dann müsste die blaue Kurve über der grünen Kurve liegen. Also wenn Sie das angucken, ich überlasse das Ihnen zu entscheiden, ob Sie da irgendeinen Effekt sehen. Ich sehe keinen. Ne? Also der Effekt ist null. Ja, hieraus würde man schließen, 100% der Schäden sind entstanden durch Verhaltensänderungen, 0% durch Lockdown-Maßnahmen. Ja, wenn man also, sonst müsste man sehen, dass die Kontrollgruppe irgendwie besser dasteht. Es hat also überhaupt nichts genutzt. Ja, schauen wir uns eine Reihe anderer Studien an. Also eine Studie ist nie ausreichend und es gibt im Wesentlichen eigentlich Studien, die US-Bundesstaaten vergleichen, alles Evidenz aus der ersten Welle und außerdem Schweden etwas detaillierter, als ich es Ihnen gerade gezeigt habe, mit anderen skandinavischen Ländern. Und da gibt es jetzt vielleicht so 5 bis 10 Studien. Das Ergebnis ist einhellig zwischen 0 und 20% der Schäden kann man auf Lockdown-Maßnahmen zurückführen, den Rest auf andere Faktoren. Das heißt, der Verzicht auf Lockdown-Maßnahmen, das kommt schon in einigen Studien durch, hat wirtschaftlichen Schaden verzögert. Auch in Schweden kam der Einbruch etwas später, aber nicht verhindert. Es hat sich nicht wirklich gelohnt. Und es gibt eine aktuelle Untersuchung von König und Winkler, die gerade erschienen ist, die nochmal international die makroökonomische Entwicklung vergleichen. Und auch die sagen, ja, also anfänglich gibt es schon Länder, in denen Lockdown-Maßnahmen den wirtschaftlichen Einbruch beschleunigt haben. Aber den Ländern ging es dann hinterher meistens besser, weil sie schneller aus der Krise herausgekommen sind. Und deshalb lautet die Schlussfolgerung hier, Länder, die der Eliminierungsstrategie gefolgt sind, also relativ harter Lockdown früher, hatten keine stärkeren, sondern eher geringere Wachstumsverluste als das, was sie hier Eindämmungsstrategie nennen, also weniger konsequentes Vorgehen dagegen. Na, und ich glaube, bei all diesen Studien muss man berücksichtigen, dass die Effekte wirklich schwer voneinander zu trennen sind statistisch. Das heißt, man sollte nicht allzu apodiktisch auftreten. Aber man muss gleichzeitig sagen, volkswirtschaftlichen Fragen wird es selten deutlicher als so. Ja, also die Evidenz dafür, dass es nichts bringt, die Infektionen laufen zu lassen, ist erdrückend. Die ist erdrückend und man sollte meinen, wer mehr Tote in Kauf nehmen will und mehr Long-Covid, der hat die Beweislast, dass es wirtschaftlich nützt. Und hier ist die Evidenz meines Erachtens dagegen wirklich erdrückend. Und das ist der Grund dafür, dass wir uns am IFO, Herr Peichel und ich, nicht das ganze IFO, sondern Herr Peichel und ich uns entschlossen haben, die No-Covid-Initiative zu unterstützen, die eben auf niedrige Infektionsniveaus setzt. Hier noch ein anderer Aspekt in einer Studie, die wir gemacht haben, gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionskrankheiten. Da haben wir uns gefragt, was für eine Art von Lockdown, wenn andere Instrumente mal gegeben sind, ist denn optimal? Und da kommt eben heraus, auch wichtig für die aktuelle Lage, dass ein Lockdown, das ist auch nicht überraschend, mit hohen Reproduktionszahlen, also ein Lockdown-Light mit einer Reproduktionszahl von 1, das ist ineffizient, weil er ewig dauert. Man muss ihn also herunterbringen. Also es gibt Situationen, in einem Lockdown-Light ist es auch für die Wirtschaft besser, den Lockdown zu verschärfen, weil man dann schneller herunterkommt. Nicht ihn endlos zu verschärfen, also kein Radikal-Lockdown, aber ihn etwas zu verschärfen bei einem R von 1, ihn zu drücken, das kam hier raus auf etwa 0,75, ist effizienzsteigernd. Das reduziert am Ende die Kosten. Kurzfristig steigert es etwas die Kosten, aber am Ende wird es billiger. Das heißt also, der Lockdown, den wir in den letzten Wochen hatten, der war hochgradig ineffizient. Ja, was sind die Implikationen? Lockerung von Lockdown-Maßnahmen trotz hoher oder steigender Infektionszahlen helfen der Wirtschaft nicht, schaffen Unsicherheit, führen in den nächsten Lockdown. Es gibt einen Trade-off zwischen Lockdown-Tiefe und Dauer und es kann manchmal sinnvoll sein, Lockdown zu verschärfen,
Letztlich, und das ist wichtig für das Management, ist es aber fatal, die Debatte zu reduzieren auf eine Wahl zwischen Lockdown einerseits mit großen Belastungen und andererseits Öffnung mit Kontrollverlust über Infektionen. Das ist unzureichend, sondern das Corona-Management muss eben mehrdimensional operieren und da kommt den Tests und dem Nachverfolgen und dem Isolieren zentrale Bedeutung zu. Und das ist auch der Hauptbereich des Versagens oder des unzureichenden Handelns in Deutschland in den letzten Monaten. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Also wir können uns nicht damit abfinden, dass wir entweder nur Lockdown oder Öffnungen haben können mit Kontrollverlust, sondern wir müssen Öffnungen erreichen und erarbeiten, indem wir auch mehr testen, mehr isolieren. Wir müssen insbesondere meines Erachtens die Öffnung der Schulen ermöglichen. Ja, lassen Sie mich damit zum Schluss kommen. Letzter Punkt, die Bedeutung der Impfungen. Ich glaube, das muss man nicht verdeutlichen, wie wichtig die Impfungen sind, um wirklich die Pandemie zu überwinden. Wir sind hier stark zurückgefallen und ganz egal, was erzählt wird, das ist ein gewaltiges Problem. Das können wir aber später aufarbeiten. Jetzt muss der Fokus darauf liegen, die Impfprozesse zu beschleunigen und dafür müssen wir meines Erachtens die Priorisierung auflockern. Die Priorisierung ist wichtig, aber sie darf nicht dazu führen, dass die Impfungen, wenn genug Impfstoff da ist, auch noch verzögert werden. Das ist die nächste Gefahr. Es werden eigentlich genug Impfungen im kommenden Quartal geliefert. Die müssen wir dann auch tatsächlich an die Bevölkerung verteilen. Hier sehen wir so die bisherige Performance und den Lagerbestand. Also Sie sehen die Lagerbestände hier, die rote Linie. Das steigt immer weiter an. Es wird schon eine ganze Menge geliefert und wir haben doch sehr hohe Lagerbestände. Das macht es nicht besser. Und wenn wir jetzt an die nächsten Monate denken, hier sehen Sie verschiedene Szenarien. Wir müssen die Impfgeschwindigkeit ganz drastisch erhöhen. Die gestrichelte Linie ist das Quartal 4. Wenn wir also doppelt so schnell werden, dann werden wir erst im Quartal 4 die Herdenimmunität durch Impfung erreichen. Das ist zu spät. Oder am Ende des Quartals 3. Wir müssen also die Impfgeschwindigkeit um deutlich mehr als 100% erhöhen, damit wir wirklich im Sommer durch sind. Das ist auch möglich. Und ich denke, darauf muss der Fokus liegen, dass wir das schaffen. Und dann werden wir die Pandemie auch bald überwunden haben. Ja, damit komme ich zum Fazit. Ich fasse das nur noch mal zusammen. Also Kosten der Corona-Krise in Form verlorenen BIPs, ca. 325 Milliarden Euro für Deutschland. Aber das erfasst eben nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Kosten. Aktuell haben wir eine stabile Industriekonjunktur, gleichzeitig eine hohe Belastung der von der Krise betroffenen Sektoren. Einschränkung der Wertschöpfung ist aber vielleicht nicht so hoch, wie viele glauben. Das No-Covid-Konzept sagt, wir dürfen nicht auf ein ungeschütztes Öffnen setzen, das in Jojo-Lockdown-Situationen führt, sondern wir müssen proaktiv sein und Öffnungen mit Tests ermöglichen und so die Pandemie unter Kontrolle halten. Aufhebung von Lockdown-Maßnahmen, die zu steigenden Infektionen führen, das nützt der Wirtschaft nicht. Und vielleicht der wichtigste Punkt, aber auch bekannt, Impfung beschleunigen, whatever it takes, das ist wichtig. Und wir sind derzeit mit unserer zentralplanerischen und sehr langsamen Herangehensweise einfach zu schwerfällig. Wir müssen also die Priorisierung etwas lockern und vielleicht einen zweiten Track eröffnen, in dem Impfungen anders verteilt werden. Dankeschön.